Der Johnson Eliezer lebt in Indien als exzessiver Hippie, bis er mit einer Haschpsychose in der Klinik landet. Er zieht in die Schweiz und fängt da ein neues Leben an. Zuerst als Pfarrer im Emmental und später als Modeverkäufer in Zürich. Von der Kanzel in die Modeboutique. Im Fenster zum Sonntag.